Der erste Campingplatz, den wir euch vorstellen wollen, ist der Campingplatz Simonhof. Und zwar waren wir ja im Jahr 2023 endlich mal wieder im Alpenraum und das erste Ziel war Berchtesgaden. Und für diesen Campingplatz mussten wir eine Reservierung vornehmen, weil der Simonhof sehr, sehr beliebt ist und auf jeden Fall müsst ihr davor reservieren, wenn ihr dahin wollt. Nein, ihr werdet nicht von Oskar an der Rezeption empfangen, sondern von den Betreiber selbst. Ja, hier könnt ihr sehen, wie wunderbar dieser Campingplatz liegt. Ihr habt von verschiedenen Ebenen wirklich einen ganz tollen Blick auf die Berge. Hier der Hochkalter und jetzt sind wir hier auf dem Weg über den Platz zu unserer vorreservierten Parzelle. Und ihr seht nochmal, es liegt wirklich ganz toll. Und hier kommen wir gerade an. Auf unserem Platz. Er ist wirklich ausreichend groß. Das sieht man hier. Vordach kann bequem ausgefahren werden und jeder Platz auf dem Simonhof hat Wasseranschluss, hat Stromanschluss und hat Grauwasserabfluss. Und der Campingplatz Simonhof verfügt über 65 Plätze für Caravan, Wohnmobile und noch ein spezielles Areal für Zelte. Hier geht's rein mit einer sogenannten Transponderkarte, könnt ihr euch Zugang verschaffen zu dem Servicegebäude mit einem kleinen Laden, mit den WCs, mit den Duschräumen oder auch mit einem schönen geräumigen Aufenthaltsraum, wenn das Wetter mal nicht so gut ist. Hier ein Blick in die Duschräume. Mit Waschbecken und diversen Duschkabinen, die teilweise auch über ein Waschbecken verfügen, damit man sich auch hinter einer Tür waschen kann im Prinzip. Und das muss man dazu sagen, ist das neuere von zwei Sanitärgebäuden und aber in beiden war zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, alles tippitopp. Das ist der Toilettenraum mit Waschbecken und natürlich Toiletten. Ein separater Raum, da steht dann eine Waschmaschine und ein Trockner und ihr bezahlt über einen Automaten. Und hier könnt ihr auch Geschirr waschen und also es ist überall reichlich Platz. Auch draußen kann man das machen. Ein Trockenraum, wo ihr dann eure Wäscheständer hinstellen könnt, falls ihr den Trockner nicht benutzen wollt. Und natürlich eine Hundedusche gibt es. Ja, für eure vierbeinigen Lieblinge. Das finden wir auch wirklich immer ganz wichtig und ganz toll, dass man das machen kann. Jo. Hier seht ihr, kann man draußen sitzen. Man kann von dort aus die Kinder beobachten auf dem Spielplatz. Man kann auch essen. Also letztendlich alles. Hier der Spielplatz. Gasflaschen tauschen, auch ein wichtiges Thema immer. Genau. Alugas gibt's auch. Jo, Gott sei Dank. Genau. Hier könnt ihr euer Müll wegbringen und trennen. Ganz wichtig, trennen ist wichtig. Jo. Wissen wir. Das hier ist Ver- und Entsorgungsstation für euer Wohnmobil. Hier könnt ihr Frischwasser nehmen und dieses graue, runde Rohr, hier sieht man es noch mal besser. Da könnt ihr eure WC-Kassette rein entleeren. Das ist ganz toll gelöst. Ein für alle eigentlich bekannter Blick. Ramsau auf die Kirche mit dem Bach. Ein absolutes Postkartenmotiv, nicht versäumen. Und ihr könnt vom Simonhof schöne Touren, zum Beispiel hier zum Hintersee, machen. Oder eben, was ihr vorher gesehen habt, in den Ort Ramsau und auch in den Zauberwald. Wirklich eine ganz tolle Ecke mit diesem Bergbach. Und schönen Wegen, die durch ein Gelände führen mit sehr vielen Felsen. Das ist ganz typisch, weil dieses Gebiet hier am Hintersee ist entstanden durch einen riesigen Bergrutsch. Außerdem könnt ihr auch noch in die Wimbachklamm fahren. Auch sehr interessant. Sehr, sehr urig, dieses tosende Wasser. Also muss man gesehen haben. Berchtesgaden bietet sehr, sehr viel und da könnt ihr euch richtig austoben und Ausflüge machen. Ja, hier haben wir an einem noch relativ warmen Abend richtig schön draußen sitzen können.
Hier ist der Wohnmobilstellplatz Königssee, der zu dem Ort Schönau gehört. Und hier haben bis zu ca. 80 Wohnmobile, Karawane Platz, um zu stehen. Hier gibt es eine Baustelle zu sehen vorne und da hat man uns ganz aktuell gesagt, wurde ein Toilettengebäude gebaut jetzt gerade. Hier bezahlt ihr und wenn ihr nicht passend Geld habt, ich glaube, man konnte auch mit Karte zahlen, befindet sich daneben ein Geldwechsler. Ja. Der Königssee ist super schnell zu erreichen, 5 Minuten. Genau, hier die Ver- und Entsorgung. Dort könnt ihr, wenn es funktioniert, eure Kassette entleeren lassen und reinigen lassen. Zu unserer Zeit war dieses Teil da defekt. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil man sich eigentlich drauf verlässt. Ihr seht der vordere Parkplatz, wo man natürlich näher am Königssee dran ist, an der Anlegestelle, der ist für Karawane verboten. Ja, und unbedingt machen sollt ihr die Fahrt über den Königssee. Für 2 Personen rund 55 Euro. Hier seht ihr den Watzmann und St. Bartholomä und jetzt geht es weiter nach Salet. Genau, und von dort aus könnt ihr laufen zum wirklich mega idyllischen Obersee, wo es einen der schönsten Blicke gibt, die man sich vorstellen kann. Jedenfalls für uns. Und wenn ihr keine Lust habt, mit dem Boot zu fahren, dann könnt ihr schön zum Malerwinkel laufen und habt diese schöne Sicht. Das Campingresort Allweglehn ist unser nächster Campingplatz und Wohnmobilstellplatz. Es ist wichtig, dass ihr die beiden Sachen auseinanderhaltet. Hier auf dem Campingplatz auf der oberen Ebene mit Swimmingpool und super Bergsicht müsst ihr unbedingt reservieren. Aber lange vorher. Lange vorher. Immer wieder muss man das betonen. Und unten auf der unteren Ebene, das ist der Wohnmobilhafen Allweglehn. Und hier ist Platz für 28 Wohnmobile und dort könnt ihr hinfahren, ohne vorreserviert zu haben. Wird immer sehr, sehr viel benutzt, aber es lohnt sich. Von dort aus kann man dann wunderschön zur Roßfeld-Panoramastraße hochfahren. Hier habt ihr einen Blick nach Österreich. Oder zur Kugelmühle Markschellenberg. Und da könnt ihr gerne ein Souvenir kaufen, schönes Mitbringsel für eure Freunde, Verwandte, Bekannte. Das ist die letzte Kugelmühle Deutschlands wohl und wirklich interessant anzusehen, wie man aus Steinbrocken diese wunderschönen Kugeln macht. Ja. Nebenbei gesagt, kann man da auch gut essen. Hier auf einem Bauernhof bei Traunstein und man muss relativ autark sein. Das Einzige, was ihr hier habt, ist Strom. Die ganze Sache kostet 15 Euro, aber keine Ver- und Entsorgung und eure Gebühr zahlt ihr hier. Hier ist ein Gefäß. Wir haben schon bezahlt. Dann nehmt ihr euch einen Umschlag raus. Stifte sind drin, schreibt euren Namen, euer Kennzeichen drauf und dann geht's ab in diesen Briefkasten. Wie gesagt, 15 Euro inklusive Strom, aber kein Frischwasser, kein Abwasser, keine Chlorentsorgung, aber sehr schön hier. Bis 5 Wohnmobile können hier stehen. Ja, man steht da wirklich sehr schön. Wir haben 2-mal dort gestanden, auf der Hin- und Rückreise. Ganz in der Nähe kann man nach Burghausen fahren und die längste Burg der Welt betrachten. Die ist über 1 Kilometer lang, also gigantisch. Mhm. Mit schönem Blick auf den Ort. Auch der Ort ist sehr schön. Bei Sonne bestimmt noch schöner.
Und von diesem Stellplatz könnt ihr auch zum Chiemsee fahren. Ja, wer ein E-Bike hat auf jeden Fall, da ist es also gut zu bewältigen, die Strecke. Hier seht ihr Frauen-Chiemsee, das ist eine Insel im Chiemsee und das ist Herren-Chiemsee, also schöne Tour. Am oberen Parkplatz vom Arbersee, da könnt ihr mit eurem Wohnmobil zumindest für eine Nacht stehen und übernachten. Und das ist eine fantastische Sache, weil wer sich richtig für die Natur begeistert und den Arbersee gerne für sich alleine hat, der ist dann nur wenige Meter vom See entfernt und kann starten zu einer Wanderung. Ihr seht hier, eine Übernachtung kostete, als wir da waren, 10 Euro. Ohne alles. Ohne alles natürlich, es gibt keine Ver- und Entsorgung. Ihr könnt da nur stehen. Aber am frühen Morgen ein Weg um den Arbersee, einfach traumhaft. Wer nicht früh aufstehen will, der kann auch natürlich im Laufe des Tages sich den Arbersee anschauen. Wenn ihr den Nationalpark Bayerischer Wald besuchen wollt, viele Campingplätze oder Wohnmobilstellplätze gibt es dort nicht. Aber wir haben zwei Tipps für euch. Einmal den Wohnmobilstellplatz in Grafenau. Der andere kommt etwas später. Der Platz in Grafenau, ihr steht dort in der Nähe vom Kurpark. Er bietet Platz für 18 Wohnmobile. Ihr habt volle Ver- und Entsorgung, Stromanschluss und eine gute und angenehme Lage. Der Blick auf den Stellplatz vom Kurpark aus. Dort sieht man schon von Weitem den Spielplatz und noch mal etwas näher der Spielplatz. Der Kurpark verfügt auch über einen kleinen See. Der Kurpark selbst ist sehr schön zu sehen und zu laufen. Grafenau ist das Tor zur Wildnis, wie ihr hier seht. Hier nochmal von etwas weiter, der Blick nach Grafenau. Das ist auch noch ein Teil von dem Kurpark. Ihr könnt von dort aus auch in den Ort laufen, Grafenau. Und hier der Hauptplatz Grafenau. Ich glaube, da kann man sehr gut Eis essen gehen. Ja. Einige Restaurants. Und von Grafenau aus, der Ort ist auch nett anzusehen, könnt ihr auch mit dem Igelbus zum Beispiel in den Nationalpark fahren. Im nahegelegenen Ort Neuschönau. Gibt es auf diesem Wanderparkplatz oberhalb des Ortes Neuschönau die Möglichkeit für ca. 5 Wohnmobile zu übernachten. Die Übernachtung kostet nichts. Es gibt allerdings auch keinerlei Ver- und Entsorgung. Es wird bloß darum gebeten, dass ihr euch ordnungsgemäß anmeldet und den Kurbeitrag bezahlt. Ihr seht, wo man überall hinlaufen kann von dort aus. Zum Beispiel zum Baumwipfelpfad. Ja, das ist der Baumwipfelpfad. Und der Höhepunkt des Baumwipfelpfades ist ein großer Turm, hier dieses eiförmige Gebilde.
Aber von oben aus über 40 Meter Höhe habt ihr einen fantastischen Blick über den Nationalpark. Hier bis zum Lusen mit seiner steinigen Kuppe. Und hier sind wir schon auf dem Lusen, denn so eine Wanderung auf diesen Berg solltet ihr unbedingt machen. Ist nur mittelprächtig anstrengend, aber sehr sehenswert. Das Tierfreigelände ist auch einen Besuch wert. Hier könnt ihr heimische Tierarten, wenn ihr Glück habt, aus nächster Nähe beobachten. Ganz neu ist das Elchsgehege. Hier habt ihr den Blick Richtung Altschönau und dem Rachel. Und von Altschönau könnt ihr am Knotenbach entlang gehen. Hier ist so ein kleiner Stausee, der durch einen großen Biberbau entstanden ist. Das ist der Knotenbach, ein sehr schöner Weg entlang des Baches von Altschönau Richtung Neuschönau. Und ein Besuch im Nationalpark ist immer ein Erlebnis. Hier zum Beispiel wie an diesem Morgen mit Nebel und durchbrechender Sonne. Einfach toll. Einkehren kann man auch hier und da. Das ist die ganz bekannte Rachel-Diensthütte. Ja, und wie kommt man da hin? Ja, mit dem Igelbus. Wenn ihr Kurtaxe bezahlt, dann habt ihr die sogenannten Igelbusse habt ihr kostenlos mit dabei. Das ist der Rachelsee mit Blick auf den Rachel. Sehr, sehr idyllisch. Und auch die Wanderung bis dorthin ist nicht so riesig anspruchsvoll. Und wenn ihr einen wunderschönen Sonnenuntergang erleben wollt, dann können wir euch nur empfehlen, fahrt nach Waldhäuser ganz nach oben zum Parkplatz, ja, wo ihr einen wunderschönen Sonnenuntergang habt. Das ist einfach Kult, da hochzufahren. Das machen so viele Leute und einfach wunderschön, den Bayerischen Wald von dort aus in der Abendstimmung zu erleben. Zwiesel ist ein ganz bekannter Ort im Bayerischen Wald. Dort gab es einmal viele Glasbläsereien, das wurde leider immer weniger. Und ihr könnt dort auf diesem Wohnmobilstellplatz Quartier beziehen. Der liegt in Ortsnähe. Es gibt über 12 Plätze. Es gibt Ver- und Entsorgung und auch einige Stromanschlüsse für euch. Ihr müsst bloß schauen, wenn ihr dorthin fahren wollt. Ich glaube, im Sommer findet ein großes Volksfest statt. Genau, und da ist er, glaube ich, fast einen Monat zu, denn, ne? Ist er geschlossen, genau. Könnt hier per Karte bezahlen. Und Einkaufsmöglichkeiten sind auch fußläufig zu erreichen. Und ein wirklich angenehmer Platz zum Stehen. Ja, auch relativ ruhig gelegen eigentlich, kann man sagen. Ja. Hier diese beiden, ja, wie soll man sagen, Pfeiler sind... Säulenpfeiler. Genau, die sind für die... Fernentsorgung. Genau, hier könnt ihr das Klo abgießen und ich glaube, die andere Säule ist, glaube ich, das Wasser, ja. Ja. Wo ihr Frischwasser entnehmen könnt. Auch hier starten wieder einige Wanderrouten. Müsst ihr euch mal informieren, da kann man einiges machen. Und falls, wie gesagt, der Platz zu ist, dann könnt ihr zum Beispiel, oder ihr fahrt gleich zum Campingplatz Tröppelkeller. Sehr klein, familiär, verfügt über maximal, glaube ich, 25 Plätze. Ja, und das Gute ist, ihr könnt auch, das haben wir auch ein paar Mal in Anspruch genommen, ihr könnt hier ver- und entsorgen gegen eine kleine Gebühr und das ist eine tolle Sache, weil so viele Gelegenheiten gibt es nicht dazu im Bayerischen Wald. Vom Stellplatz und vom Tröppelkeller aus könnt ihr schöne Touren unternehmen. Zum Beispiel nach Lindberg, da könnt ihr euch ein schönes Bauernhausmuseum anschauen. Das ist wirklich unwahrscheinlich liebevoll gemacht. Da hat man eine Sammlung zur Geschichte des Bayerischen Waldes zusammengetragen. Einfach toll. Und ihr könnt, ihr seht es hier, auch einkehren.
leckeren Kuchen essen und kleine Gerichte zu euch nehmen. Ja, eine ganz tolle Sammlung zur Geschichte, zum Leben im Bayerischen Wald zu früheren Zeiten. Liebevoll zusammengetragen. Ja, total. Von Privatpersonen, darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen, genau. Also das Bauernhausmuseum in Lindberg. Unbedingt anschauen. Ein Blick über Bodenmais. Auch vielen bestimmt sagt der Name was. Ja, vor allem im Winter, glaube ich. Zum Skifahren ist das, glaube ich. Ja, und Glaskunst, ne? Ja, und Glaskunst, ja. Da könnt ihr auch shoppen. Noch ein Nöcher. Bis die Karte glüht. Genau. Wer das mag, ne? Glas. Ach ja, und bei Joschka könnt ihr, wie gesagt, ja, schöne Glassachen kaufen. Vasen. Gläser, alles, was alles das Herz begehrt. Hier mal einen Blick so in den Ort. Und eine kleine Bimmelbahn fährt auch durch den Ort. Ihr könnt auch einen Ausflug an den Kolbersbach machen. Ja, der Einstieg in diesen Weg ist nicht ganz leicht zu finden, aber vielleicht schafft ihr es, ihn zu finden, und dann werdet ihr belohnt mit wirklich einem fantastischen Spaziergang hier an einem wirklich schönen Bach entlang. Und dann geht's weiter schon. Die nächste Empfehlung, die wir für euch haben, ist etwas hoch in die höheren Lagen, zum Beispiel auf die Schachten. Das waren früher mal Viehweiden im Bayerischen Wald, und dort ist es wirklich so schön. Und sehenswert. Sehenswert, und ihr trefft dort garantiert nur ganz wenige andere Wanderer. Das ist der Latschensee. Das ist wirklich eine unserer absoluten Lieblingsecken im Nationalpark. Nicht ganz leicht zu erreichen. Nee. Ihr müsst ziemlich weit hochlaufen, aber es lohnt sich. Ein Moorauge mit vielen Libellen, fleischfressenden Pflanzen. Einfach toll. Nun sind wir in Österreich und stellen euch vor den Platz Nationalpark Camping Karls. Wir waren deswegen da, weil wir von dort aus einen ganz tollen Ausflug ins Dorfer Tal machen konnten. Man kann auch zum Lucknerhaus nach oben sich fahren lassen oder laufen. Der Stellplatz verfügt über 105 Plätze, auch für Karawane geeignet. Ja. Ich glaube, es ist auch besser, wenn ihr auch dort reserviert. Vorher. Ja, auf jeden Fall. Sehr frequentiert. Und wenn es viel regnet, dann wird diese Wiese leider sehr, sehr nass. Wir hatten das leider, als wir da waren. Und dann ist es ein bisschen kompliziert dort. Ja, aber Markus holt einen spätestens mit einem Trecker raus. Es gibt einen Trecker und mit dem kann man euch zur Not rausziehen. Das ist das Sanitärgebäude mit der Rezeption hier vorne auf der Ecke. Wie gesagt, Elisabeth und Markus sind ganz tolle Betreiber, sehr lieb, sehr nett. Es macht Spaß, sich mit ihnen zu unterhalten. So freundlich. Hier könnt ihr Frischwasser holen mit einer Gießkanne, die da steht. Das sind die Toiletten. Die Toilettenrollen bitte nur hier in der Toilette benutzen, nicht mit ins Wohnmobil nehmen. Es passiert sehr oft leider. In der Toilette befinden sich noch zwei Waschbecken. Im Duschraum befinden sich, glaube ich, zwei Kabinen, die ihr abschließen könnt, wo ihr euch dann waschen könnt, wenn ihr das möchtet. Oder auch offene Waschbecken. Drei offene Duschkabinen. Es gibt aber auch vier Duschkabinen zum Abschließen. Man kann es nur betonen, zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, war alles tipptopp. Hier ein Blick in eine abschließbare Duschkabine. Hier seht ihr die Möglichkeit, eure Toilettenkassette zu entleeren. Das ist alles sauber und hygienisch gemacht, und hinterlasst es bitte auch wieder so. Dort die Treppe nach oben, da kommt ihr dann in den oberen Bereich des Sanitärgebäudes. Dort gibt es einen Raum, wo ihr euer Geschirr abwaschen könnt. Also ihr könnt da, glaube ich, auch kochen. Ja. Den Kühlschrank dürft ihr benutzen. Dann gibt es einen Raum, wo ihr eure Wäsche waschen könnt mit Waschmaschinen und Trockner. Alles vorhanden.
gegen Gebühr natürlich. Oder ihr wascht eure Wäsche per Hand. Es gibt auch Trockenständer dann für eure Wäsche. Außerdem neben den Waschmaschinen steht noch ein Tumbler, wo ihr dann, wenn ihr eure selbstgewaschene Wäsche etwas trockener haben wollt, eben halt schleudern lassen könnt. Das ist ein Trockenraum für eure Wanderschuhe und eure Bekleidung, falls ihr in Regen gekommen seid. Hier könnt ihr euer Grauwasser entsorgen. Hier immer noch die Grauwasserentsorgung. Ist nicht einfach zu treffen. Stimmt, war ein bisschen am Rand. Mhm. Aber hier ist die Frischwasserversorgung. Hier Schlauch anschließen und Wohnmobil vollfüllen. Ja, das war unser wunderbarer Ausflug in das Dorfer Tal. Traumhaft. Einfach traumhaft. Wir haben ein sogenanntes Almtaxi benutzt, um uns ein bisschen Strecke, Weg, ein paar Kilometer zu ersparen. Und dann ist es aber immer noch anstrengend genug durch diese Blockfelder mit ziemlichem Anstieg dann bis hoch zum Dorfer See zu laufen. Aber die Mühe lohnt sich, glaube ich. Und am besten gleich morgens früh. Dann habt ihr den ganzen Tag Zeit, habt keinen Stress. Und ihr seid morgens vor allen anderen da. Der Dorfer See im Talschluss. Eine ganz tolle Landschaft. Und dieses Tal befindet sich quasi auf der Rückseite vom Großglockner. Mhm. Hier ist das Karlzer Tauernhaus und bis dahin haben wir uns auch mit dem Taxi fahren lassen, um dann ganz nach hinten zum Talende zu laufen. Unterwegs findet ihr hier und da mal ein paar schöne Almen. Da möchte man am liebsten mal wohnen. So gemütlich schaut's aus. Nochmal ein Rückblick in das gesamte Dorfer Tal. Mhm. Eines der schönsten im Nationalpark. Für uns. Ja, und das ist der Weg durch die Dabaklamm. Das Taxi ist durch einen Tunnel gefahren und zurück müsst ihr dann hier am Rand. Lauft ihr außen lang, genau, und habt einen Blick in die Klamm. Einen tollen Blick auf die reißenden Fluten. Würgental in Osttirol waren wir zu Gast auf dem Bauernhof Habererhof. Der befindet sich im Ort Würgen und verfügt über 25 Stellplätze. Circa 100 Quadratmeter groß sind die einzelnen Plätze. Ein sehr schöner, familiär geführter Platz, auf dem wir uns wirklich sehr, sehr wohl gefühlt haben. Ihr seht, für Wohnmobile, Karawane und auch für Zelte. Eine ganz tolle Atmosphäre dort, alles sehr, sehr schön. Man kann es immer nur wieder betonen. Ja. Aber, ja. Und wie gesagt, das ist ein wirklich süßer, kleiner Campingplatz. Genau. Und wenn ihr eine Woche bleibt dort, was sich auf jeden Fall lohnt, dann wird auch eure Reservierung gerne angenommen. Ansonsten würden wir euch empfehlen, vorher anzurufen und zu fragen, ob Platz ist. Ihr seht, es gibt einen Spielplatz für die Kinder. Jeder bekommt eine Nummer, wo er dann stehen kann. Hier seht ihr, bei uns war es die 22. Ein Wasseranschluss nicht für jeden, also nicht für jeden Einzelnen, sondern für mehrere, aber ist eigentlich sehr nah immer gelegen an den einzelnen Plätzen. Also es sind mehrere Wasserhähne. Das sieht ein bisschen abenteuerlich aus, ist aber trotzdem eine sehr zweckmäßige Möglichkeit, eure Toilettenkassette zu entleeren. Hier ist das Haus von dem Besitzer, der den Campingplatz betreibt. Und dort unten, unter dem letzten Balkon, befindet sich dann der Eingang zu den Sanitäranlagen. Hier der Blick dort rechts, die Herrentoilette, Waschgelegenheiten. Hier geradezu ist ein Raum mit einem Pissoir und hier nochmal Herrentoiletten und Duschen. Hier könnt ihr euer Geschirr waschen, könnt euer Kind oder Baby wickeln. Eine Waschmaschine steht auch zur Verfügung. Und nun zeigen wir euch dann die Damentoilette. Wir können nur wieder sagen, zur Zeit, wie wir da waren, das war im Sommer, in der Ferienzeit, alles picobello sauber.
erwähnen, ist auch, der Betreiber war sehr, sehr nett. Insgesamt 3 Waschbecken mit Spiegel. Und 2 Duschkabinen. Also diese Duschkabinen sind schon sehr groß, also kann man wirklich nicht sagen. Hier kann man zum Beispiel, also zu den vielen, vielen Ausflugsmöglichkeiten im Würgental gehört zum Beispiel ein Spaziergang an der Isel entlang. Sehr schön. Vorbei an Weiden und immer schöner Blick auf die umgebenden Berge, in die man natürlich auch zahlreiche Touren unternehmen kann. Das Wichtigste, was wir euch empfehlen möchten fast, ist eine Tour. Da müsst ihr ein paar Kilometer fahren bis ins Talende und macht dann zu Fuß eine Wanderung, circa eine halbe Stunde. Mit leichten Anstieg aber. Ja. Wer den Anstieg scheut, der kann eine Pferdekutsche nehmen. 5 € pro Fahrt und pro Person. Zu den Umbahl-Wasserfällen. Aber diese Wasserfälle, sehr, sehr sehenswert, solltet ihr nicht verpassen. In Matrei haben wir im Edengarten Quartier bezogen. Ein wirklich schöner Camping- und Wohnmobilstellplatz. Ihr könnt dort mit Caravan, Zelt und Wohnmobil, wie gesagt, mit allem kommen. Und verfügt über 80 bis 100 Plätze? Ja, immer so in unter sich aufgeteilten, abgetrennten Flächen. Mit viel Grün umstanden, macht es wirklich sehr angenehm. Ja. Stellt euch vielleicht nicht gleich vorne an der Straße hin, weil da haben wir auch mal eine Nacht gestanden. Da wird es dann doch leider von der Straße her ein bisschen lauter. Ja, aber weiter hinten dann die nächste große Parzelle. Genau, da war es super. Ihr seht, so sehen die Parzellen aus. Ja. Die haben teilweise auch kleine Büsche dann noch dazwischen zum nächsten. Also ist schon sehr schön gelegen und sehr toll gemacht. Genau. Also wir haben da viele Nächte gestanden. Und man kann dann von dort aus in der direkten Umgebung zu Ausflügen starten oder, aber da kommen wir gleich zu. Ja, und rechts dieses braune Haus, das ist eine Gaststätte, die zu dem Campingplatz gehört. Wir haben sie leider nicht benutzt, weil wir immer zu lange auf Tour waren und dann war sie schon geschlossen. Aber ich glaube, da sind viele Leute immer essen gegangen. Ja, kann man auf jeden Fall, wenn man das möchte. Mhm. Das ist das Sanitärgebäude. Rechts davon befinden sich die Herren- und Damentoiletten. Ein Raum, wo ihr Geschirr abwaschen könnt, wo die Waschmaschinen stehen, wo ihr die Toilette entsorgen könnt. Es ist also an alles gedacht. Ja, und links davon befinden sich dann die Duschräume und Waschräume für Herren und Damen. Und wie ihr hier schon die Hecke seht, gleich hinter der Hecke befindet sich ein kleiner Spielplatz. Wobei es da eigentlich viele Sachen gibt, mit denen die Kinder spielen können, klettern können, rutschen. Ein kleines Trampolin, wie ihr hier seht. Und vorne am Eingang des Campingplatz befindet sich nochmal eine Fläche mit 2 Trampolinen. Ja, und hier so 2 Leinen, auf denen man balancieren kann, glaube ich, so sehe ich das. Ach so, okay. Ja, sieht so aus. Und ich habe mich immer gewundert. Ja, ein durchaus empfehlenswerter Platz in Matrei. Toll gelegen. Von da aus könnt ihr dann zum Defreckental fahren. Genau, und da solltet ihr früh starten, weil man muss dazu sagen, im Defreckental gibt es weder einen Campingplatz noch einen
Wohnmobilstellplatz. Genau. Und ihr könnt eine wunderbare Tour hinauf zum Staller Sattel machen. Ja. Tollen Blick. Absolut, da war es wunderschön. Ja. Bisschen Zeit einplanen, weil ja. Die Kühe haben keinen Stress. Und die Kühe haben ältere Rechte. Genau. Hier der Blick runter vom Stallersattel nach Italien. Ja, genau gesagt, glaube ich, Südtirol, ne? Mhm. Ja. Wenn ihr da runterfahren wollt, das geht nur immer in eine Richtung. Ihr seht die Ampel dort. Die Straße ist super schmal und deshalb Ampel geregelt, dass mal Leute hochfahren oder runterfahren können. Und dann hatten wir in einem Prospekt von einer wunderbaren Almhütte gehört mit ganz, ganz tollem Essen. Die Hütte heißt Außerweger Hütte. Und wenn ihr schon da hochfahrt ins Defregental zum Stallersattel, dann solltet ihr wirklich unbedingt dort einkehren und genießen. Ja. Dann sind wir ins hintere Defregental. Wir wollten nämlich unbedingt im Nationalpark Hohe Tauern einen Zirbenwald besuchen. Lärchen. Zirben und Lärchen, genau. Man kommt dorthin über eine sehr, sehr schmale Mautstraße und der Ausflug dorthin lohnt sich aber auf jeden Fall. Nein, das ist jetzt nicht in der Schweiz im Heidiland und der Geißenpeter kommt gleich um die Ecke. Nein, das ist da eine Alm halt. Wunderbarer Weg, ach, schön. Tolle Landschaft, man trifft nicht so viele Leute, es macht richtig Spaß. Jo, also unbedingt machen, landschaftlich sehr schön, das ganze Gebiet da, das ganze Defregental. Durch Zufall erreichten wir in Maria Alm einen wunderbaren Stellplatz auf dem Biobauernhof Stegerbauer. Und den können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Und hier seht ihr, dass auch wirklich sehr große Wohnmobile dort mal Platz haben. Aber zurück zum Ausblick, der ist fantastisch. Ihr schaut nämlich direkt auf das steinerne Meer. Hier eine Empfehlung, wie man sich hinstellen soll. Also wie gesagt, es ist nicht nur ein Wohnmobilstellplatz, sondern auch Karawane können dort stehen. Ja, der Blick auf die Stellplatzfläche. Also jeder hat ausreichend Platz. Es gibt Strom, es gibt Wasser, alles was man braucht. Hier der Stromkasten für mehrere Wohnmobile oder Karawanen. Eine kleine Hütte, die aber offen ist, wenn ihr euch da reinsetzen wollt oder draußen sitzen wollt. Und vielleicht etwas zu essen. Genau. Und sensationell fanden wir das hier. Dort könnt ihr Wasser entnehmen, also ja, einen Schlauch anschließen. Das ist weniger sensationell, ja, aber wenn ihr hier einmal rumgeht um diesen Holzverschlag, dann steht ihr vor einer wirklich einmaligen Dusche mit Bergblick. Ihr duscht mit Blick aufs steinerne Meer. Aber kein Warmwasser, nur Kaltwasser. Nur Kaltwasser. Aber ja, hier sieht man offen, ja. Hier kann man offen, hier kann man in die Duschkabine sehen. Also absolut scharf. Es gibt vorne beim Betreiber einen kleinen Spielplatz. So wurde halt auch an die Kinder gedacht. Was eine fantastische Sache ist. Denn ich glaube, die fühlen sich auf so einem Bauernhof ganz besonders wohl. Fragt lieber nochmal nach, ob eure Kinder den Spielplatz benutzen dürfen. Aber ich glaube ja, ne? Ja. Wobei bei dem Becken weiß ich nicht, ob das nur privat war. Also vorher fragen. Einfach fragen, die Betreiber sind sehr, sehr nett. Ja, ihr könnt da auch Brötchen bestellen und genau, alles. Also super. Und Biobauernhof sagt es ja schon, ihr könnt also da auch Sachen. Ja, ich glaube, sie verkaufen Fleisch. Mhm. Wer gerne Fleisch isst, der ist da genau richtig. Es gibt einige Produkte aus eigener Erzeugung zu kaufen. Und Eier, glaube ich auch, ne?
Ja, der Blick aufs Steinerne Meer einfach traumhaft. Und auf den Ort unten, Maria Alm. Also ihr seht nicht hundertprozentig im Ort, sondern mehr außerhalb. Ja, aber ist trotzdem wunderbar und fußläufig zu erreichen, der Ort. Ach ja, und hier findet die Entsorgung statt. Dazu nehmt ihr diesen Stock mit dem Ball raus und fahrt dann einfach und darüber. Fahrt darüber und könnt ablaufen lassen. Und auch ziemlich nah dabei ist auch noch mal, wo ihr dann frisch Wasser nehmen könnt. Von dort aus könnt ihr auch wunderbar die Großglockner Hochalpenstraße fahren zum Großglockner. Am besten, wie immer, sehr früh morgens. Dann sind die Straßen auch noch etwas leerer und ihr bekommt auch auf dem P1, wo nur Wohnmobile stehen dürfen und Busse, bekommt ihr dann auch noch einen Platz. Das ist der Blick Richtung Kalmblut. Von der Franz-Josefs-Höhe aus. Ja, vom P1. Vom P1, genau, etwas unterhalb. Einfach fantastisch. Also das ist auch Geld, was ihr investieren solltet. Also ein Tag in hochalpiner Landschaft. Einfach toll. Hier kommt der Großglockner ins Blickfeld. Hier nochmal. Und die leider dank Klimawandel sehr, sehr traurigen Überreste von dem Gletscher Pasterze. Süß und schnuckelig, diese Murmeltiere. Die könnt ihr wirklich überall aus nächster Nähe beobachten. Ja. Das ist jetzt der Blick vom P1 Richtung Nassfeld. Speicher da unten. Genau. Seht ihr so einen See? Diesen hier. Ach, traumhaft. Als wir da waren, war wenig Wasser drin. Aber so einen kleinen Spaziergang könnt ihr da machen. Könnt alpine Bergblumen angucken und abseits der Besuchermassen wirklich ein bisschen Bergwelt erleben. Ohne große Anstrengung. Und Ruhe tanken. Genau. Jetzt noch mal dazu zu sagen, zu allen unseren vorgestellten Stellplätzen und Campingplätzen findet ihr auch entsprechend Videos zu den Ausflugszielen und den Plätzen. Aber einzeln halt. Genau. Danke fürs Zuschauen. Ja, lasst einen Kommentar da oder ein Däumchen nach oben. Wir würden uns freuen. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann freuen wir uns auch ganz besonders über euer Abo. Recht herzlichen Dank. Bleibt gesund. Ciao. Tschüss.